Jo Leute, heute gibt es mal wieder ein neues CSGO Overwatch und ich denke, ihr wisst mittlerweile, wie diese Serie funktioniert. Ich rede viel Blödsinn und wir gucken uns dabei ein Gameplay an von einem Spieler, der oft reported wurde und entscheiden dann, ob er hackt oder nicht. Und wenn er hackt, dann kriegt er natürlich von uns auch einen Report rein und wird dann hoffentlich gebannt. Und ja, wir haben hier schon mal wieder das 2. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Besonders bei Overwatches ist es immer schön, wenn man das 2 bekommt, weil das ist ja die am wenigsten gesehene Map hier auf meinem Kanal bei den Overwatch Gameplays und von daher freue ich mich natürlich immer sehr darüber, wenn so eine wenig gespielte Map kommt. Okay, Match geht jetzt gleich los. Es steht natürlich noch 0-0. Das Warm-up, das zählen wir jetzt mal nicht mit. Er hat hier eben so ein bisschen durch die Mitte geschossen, das war aber ganz okay, denn da stehen die Gegner eigentlich immer. Steht hier, oh, jetzt geht das tatsächlich nochmal los mit einer Runde, einer Minute Warm-up. Das ist natürlich etwas nervig, aber gut, er steht jetzt eh nur rum, deshalb können wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen, würde ich sagen, weil wer nur rumsteht, der kann auch gerade nicht cheaten, ne? Das ist so eine Regel, jetzt bewegt er sich jetzt wieder nicht. Ja, macht er toll. Gut, jetzt geht's hier weiter, das habe ich jetzt natürlich verpasst. Aimt hier ein bisschen durch die Mitte, aber das ist alles noch ganz okay. Ab jetzt geht's, ab jetzt gucken wir mal, was er so treibt und ob er hackt. Erstmal guckt er Mitte durch, würde ich mich gar nicht trauen, weil ich eh immer einen Headshot reinkriege. Das hat's in Pistol Rounds in letzter Zeit so an sich. Immer kriege ich einen Headshot rein und zwar direkt, egal wo ich gucke. Aber gut, das ist mein Problem, nicht seins. Und von daher gucken wir mal, was er hier so macht. Er guckt hier auf jeden Fall erstmal in die Ecke, aimt da absolut nichts ab, das verstehe ich nicht ganz. Er will vielleicht so ein bisschen sneaky-beaky spielen oder will einfach nur durch die Wand gucken, weil da die Gegner gerade auf A rushen. Wer weiß, vielleicht hat er ja den Wallhack an. Das müssen wir noch rausfinden. Ja, und seine Teammates regeln das eigentlich für ihn. Ich denke, er ist noch ein bisschen AFK. Vielleicht stellt er ja sein Hack ein. Ich hoffe es so ein bisschen, weil diese Overwatch-Videos wären natürlich immer lustiger, wenn der richtig dreist anmacht. Aber müssen wir mal abwarten. Jetzt ist er auf jeden Fall da. Ich würde es mir natürlich wünschen, er hackt nicht, denn weniger Hacker in CSGO ist natürlich auch sehr gut fürs Spiel. Ja, er aimt jetzt auf jeden Fall schon mal nicht dort ab, wo der Gegner ist. Das spricht schon mal für ihn, obwohl jetzt läuft er natürlich auch Richtung T-Spawn. Aber nicht direkt. Wenn er jetzt direkt dahin gerannt wäre und den direkt abgeaimt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, der weiß auf jeden Fall Bescheid, der hat auf jeden Fall an. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall. Er macht trotzdem sehr komische Sachen, kann man nur sagen. Und stellt sich immer mal wieder auf eine Posi und guckt auf den Boden. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass das passiert. Ja, ein sehr komisches Individuum. Stellt sich immer irgendwo hin und guckt auf den Boden. Das sollte man bei CSGO eigentlich nicht machen. Er macht es trotzdem und müssen wir mal gucken, was jetzt hier gleich passiert. Er hat hier die MP9 ausgepackt, das ist natürlich sehr interessant. Und guckt schon wieder gegen eine Wand. Also so langsam erkenne ich hier Muster. Irgendwo hinstellen und gegen eine Wand gucken, das scheint sein Spielstil zu sein. Macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Kann man machen, wenn man sich irgendwie verstecken will und der Letzte ist und vielleicht auf so Ninja-Diffuse geht oder so. Aber einfach nur, um Spot zu verteidigen, ist das das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Das war jetzt auch irgendwie eine sehr komische Aktion und ich nehme einfach mal an dieser Stelle an, dass wir einen ziemlich schlechten Spieler hier haben. Liegt einfach daran, wie er spielt, guckt sehr, sehr viel auf den Boden, aimt keine Spots ab, sondern stellt sich, wie gesagt, immer mit dem Kopf zur Wand. Hüpft jetzt auch im CT-Spawn rum, was absolut keinen Sinn macht. Und ich weiß auch noch nicht, warum dieser hier reported wurde. Aim-Hack scheint er auch noch nicht anzuhaben, wenn er ihn überhaupt anmacht, wenn er überhaupt hackt. Und von daher ist das, ja, sehr merkwürdig. Vielleicht wurde er von seinen eigenen Teammates wegen Griefing reported. Das kann ich aber bisher noch nicht nachvollziehen. Denn er versucht es ja hier wenigstens, den A-Spot zu verteidigen. Macht er hier auch erfolgreich. Die Gegner waren absolut schlecht. Die hatten 2 AKs und kriegen dann nicht seine Diegel down. Also das ist so echt schon ziemlich unteres CS-Niveau. Das ist nicht unbedingt schlimm. Das heißt, er kann auch vielleicht gerade damit angefangen haben. Und am Anfang ist man in CS natürlicherweise etwas schlechter, als wenn man schon ein paar tausend Stunden gespielt hat wie ich. Also 1000 Stunden. Es ist, da bin ich nicht stolz drauf, das muss man auch so sagen. Aber es ist leider so, ich habe neulich die 1000 Stunden geknackt. Und ab jetzt gehe ich wirklich full Nerd. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja jetzt hier noch rausfinden, ob er hackt. Und ja, im Moment sieht es definitiv nicht danach aus. Sieht alles normal aus. Er
hat hier sogar abgesmoked, geht jetzt hier auf diesen Kasten drauf und weiß, dass die Gegner da sind oder weiß es nicht, aber sieht dann einen Gegner kurz bevor er geflasht ist und schafft es, ihn dann down zu sprayen. Also ganz normal, da war nichts Offensichtliches dabei, da war nichts Verdächtiges dabei und da muss ich sagen, sieht alles sehr, sehr okay aus. Gegner versuchen jetzt hier so ein bisschen auf Short vorwärts zu kommen, schaffen sie nicht so ganz, aber ich muss auch sagen, ihr müsst mal drauf achten, die treffen ihn kaum. Die treffen ihn kaum, die Gegner haben auch nicht so wirklich das gute Aim, er teilweise auch nicht, macht komische Sachen, aber das zeigt einfach so ein bisschen, das ist einfach anzunehmen, dass das halt hier eher so, sag ich mal, Silber bis Anfang Goldnova ist eher Silber, würde ich sagen. Jetzt macht er wieder hier seinen Lieblingsmove. Einfach in eine Wand gucken. Das macht er ja verdammt gerne. Ich nehme einfach an, er ist AFK. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum man sowas machen sollte. Es macht absolut keinen Sinn. Außer man ist halt AFK. Vielleicht ist er irgendwie am Chatten. Wo hängen die coolen Kids heute ab? Ich weiß es nicht. Vielleicht bei ICQ oder so. Okay, das war meine Zeit damals. Das war meine Zeit. Okay. Ja, genau wenn der Gegner kommt, zoomt er raus. Das war ein bisschen ärgerlich jetzt. Und jetzt kommt der Gegner runter. Das kann er gehört haben. Er aimt auch ganz defensiv hier ab. Man hört das natürlich, wenn der Gegner da runter springt, dann macht er so ein. Und ja, hier kommt irgendwo noch ein Gegner runtergesprungen. Er ist natürlich full flashed. Und man sieht auch, wenn er geflasht ist, dann sieht er wirklich nichts. Dann macht er auch nicht komische Sachen. Weil wenn er ein Warlock anhat, dann sieht er natürlich trotzdem noch, wo der Gegner ist, obwohl er geflasht ist. Und das war eben hier nicht der Fall. Und von daher frage ich mich immer noch, das ist die Frage dieses Overwatches, warum er reported wurde. Er macht kein Griefing, er macht keine komischen Shots, er macht kein Up-Aim durch Wände. Er predicted hier nicht außergewöhnlich krass. Ich weiß nicht, wie die Gegner darauf gekommen sind, dass er hier anhaben sollte. Vielleicht haben die den einfach nur Spaß reported, aber das macht meiner Meinung nach einfach gar keinen Sinn. Warum sollte man jemanden einfach nur so reporten? Dann bekommt so einer wie ich den jetzt im Overwatch und 1000 Leute gucken hier zu. Sind wahrscheinlich sogar ein paar mehr als 1000. Vielleicht schaffen wir die 10.000 Views, müssen wir mal abwarten. Und ja, alle sind so ein bisschen enttäuscht, dass der jetzt hier nicht anhat. Es macht keinen Sinn, ich habe wertvolle 10 Minuten verschwendet. Und in dieser Zeit hätte ich einen Overwatch gucken können mit einem Hacker, der auch wirklich anhat. Und den hätten wir aus dem Spiel bannen können. Das ist jetzt hier nicht der Fall, also die Moral der Geschichte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, reportet nicht einfach Leute aus Spaß, um sie zu ärgern, um irgendwie Punkt im Chat zu demonstrieren, komm, ich hab dich jetzt reported, hahaha, sondern macht es nur, wenn ihr wirklich denkt, er hat an. Okay, das war jetzt eine komische Aktion, muss ich sagen. er war geflasht und gibt trotzdem dem Gegner, der durch die Tür läuft. Ja, das passt absolut nicht zu dem, was wir vorher gesehen haben. Das ist also eine ganz, ganz witzige Wendung auf einmal. Vielleicht passiert dir jetzt hier doch noch was. Das wäre jetzt aber ein Ding, wenn er jetzt doch noch anhätte. Dann habe ich jetzt ungefähr 8 Minuten das Falsche erzählt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, das war irgendwie Luck oder er hat die Footsteps gehört oder sonst was. Oder war nicht full flashed. Da muss es eine logische Begründung für geben, die nichts mit einem Hack zu tun hat, okay? Er aimt jetzt auf einmal ganz gut vor. Spielt merkwürdig anders. Aber okay. Wir haben jetzt, wir haben 7 Runden, glaube ich, jetzt gesehen, oder 6 Runden, die alle nicht verdächtig waren und jetzt waren 1, 2 Aktionen dabei, wo ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt habe, aber wo ich nicht sage, ja, das ist eindeutig Hack. Von daher, an dieser Stelle bin ich immer noch so weit, dem nichts zu drücken, auch diese Aktion eben auf Short, die war für mich eindeutig, er hat ist da rumgejumpt und wenn er gewusst hätte, da kommt jetzt ein Gegner, dann hätte er sich sicher anders verhalten und von daher denke ich, eben was wir kurz gesehen haben, das war einfach nur Luck, das war einfach nur von mir vielleicht auch nicht richtig aufgepasst, weil ich den Fall einfach schon abgeschrieben habe, vielleicht sagt ihr jetzt schon in den Kommentaren was ganz anderes, weil ihr ein bisschen besser hingeguckt habt. Für mich war es eben ja eindeutig klar und irgendwann passt man auch nicht mehr so hundertprozentig aus. Vor allen Dingen, wenn man so viel Blödsinn nebenbei redet, wie ich das mache. So, weiter geht's. Die Gegner holen so langsam auf, muss man sagen, steht schon 3-4. Er sprayt hier wieder full flashed, aber passt sein Spray auch auch nicht an, als er voll geflasht ist. Also, für mich ist das ziemlich eindeutig legit und legit spielt.
Deshalb drücken wir ihm hier mal nix. Ist doch auch mal ganz schön eigentlich, dass wir einmal einen wen haben, der nicht hackt. Ich verstehe es leider immer noch nicht, warum er reported wurde. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und ich hoffe, es war nicht so, weil die Gegner einfach den nur ärgern wollen. Weil das wäre wirklich unnötig gewesen. Ich hoffe, sie haben wirklich gedacht, dass er hackt. Dann wäre alles okay gewesen. Immer, man soll ja eher reporten als nicht reporten, wenn man dann Verdacht hat. Und von daher ist das, denke ich mal, schon alles in Ordnung. Okay, und das war es jetzt mit dem Video. War heute mal ein bisschen anders. Wir hatten auch keinen Hacker. Also kein Sarkasmus. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen und gebt dem Video natürlich auch eine Bewertung. Und das war's jetzt. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!